Herzlich willkommen zu Bärs Glückskekse. Wie man seine Träume lebt und was Glück und Erfolg wirklich bedeuten. Und einfach ein paar schöne Tipps und Anregungen, wie dein Leben etwas einfacher, bunter und freudvoller wird. Heute geht es um ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, weil das einen ganz, ganz großen Einfluss auf unser Leben, auf das Leben von anderen um uns herum und auf unser Wohlbefinden hat. Und das sind die Bewertungen. Bewertungen sind wie Sticker, wie Etiketten, die wir jemandem beim ankleben oder uns selbst. Und wir haben uns als Gesellschaft immer mehr dahin entwickelt, alles zu bewerten. Ich glaube, Menschen, die sehr viel arbeiten müssen, ums Überleben kämpfen, die haben, glaube ich, gar nicht so viel Zeit dazu. Aber wir sind zu so einer Klatsch- und Tratsch-Gesellschaft geworden, die sich wahnsinnig dafür interessiert, ob Meghan Markle jetzt eine gute Person ist oder eine böse Person ist. Oder dass der Nachbar diese schrecklichen Teile auf der Wäscheleine hängen hat am Wochenende oder was auch immer. Das beschäftigt, also vieles beschäftigt uns einen Gutteil unserer Zeit. Warum schadet uns das und auch anderen? Weil es sich nicht gut anfühlt. Das ist das eine. Zweitens, es teilt uns von den anderen. Also wir distanzieren uns auf diese Weise von den anderen Menschen. Und das ist nicht förderlich, denn das ist nicht unsere Natur. Unsere Natur ist tatsächlich die, eine Gemeinschaft zu bilden, ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Und der Stoff, aus dem wir gemacht sind, das könnt ihr mir jetzt glauben oder nicht, ich schwöre, ist Liebe. Wir sind alle aus Liebe und Sternenstaub gemacht. Und bewerten hat mit Liebe nichts zu tun. Und was das so ein bisschen schwierig macht oder heikel macht, ist, dass wir es oft gar nicht merken, wie viel wir das tun. In unseren Gesprächen, in unseren Gedanken und auch in unseren Gedanken über uns selbst. Ich habe mal ein Seminar gemacht, das mir sehr die Augen geöffnet hat dazu. Da war es so, dass es war ein sehr intensives Seminar. Nicht einfach nur mal so kurz mal reingucken hier, sondern 10 Tage lang richtig intensiv. Und eine Übung war, als wir nach Hause gegangen sind, zu versuchen, mal einen Tag lang nicht zu bewerten. Nichts und niemanden. In Gesprächen, auch wenn andere das tun, nicht drauf einzusteigen. Und da ist mir das wie Schuppen aus den Haaren gefallen, weil ich gemerkt habe, wie viel und wie oft man das tut. Ganz viele Gespräche auch, wenn ich dazu kam, die Leute sitzen am Tisch, du kommst irgendwo hin, man setzt sich dazu und schon wird gelästert. Dann geht es um Angela Merkels Frisur. Wen interessiert Angela Merkels Frisur? Also, und mit bewerten meine ich, es immer irgendwie sofort einzuordnen, meistens in negativ, aber auch, das ist gut, das ist schlecht. Man kann ja auch sagen, hey, ich finde, sie gibt sich Mühe. Irgendetwas Neutraleres, als es immer sofort niederzumachen. Und wenn du mal darauf achtest, und das möchte ich dir in diesem Glückskeks heute mitgeben, wenn du mal darauf achtest, wie viel und wie oft das in deinem Leben passiert, also entweder bei dir selber, in deinen Gedanken und Worten, was andere betrifft und was dich selber betrifft, und wenn wir die Medien konsumieren, also auch diese ganzen, meine Mutter war ein Riesenfan dieser, ich habe sie immer genannt, die Käseblättchen. Also, was ist denn bloß los mit dieser Caroline von Monaco? Was will die überhaupt? Die hat so ein gutes Leben. Was hat die denn überhaupt? Worüber will die sich dann beklagen? Sowas hat meine Mutter mir dann erzählt. Ich fand's ja, ich habe mich ja auch ein bisschen amüsiert, aber dadurch habe ich auch manchmal diese Zeitung bei ihr so durchgeblättert. Und es ist ja auch kein Wunder, man wird ja auch
dauernd damit bombardiert. Also so richtig über jemanden herzuziehen und gerne auch gemeinschaftlich, weil da wird ja noch, kommt ja noch Öl ins Feuer. Es fühlt sich im Moment vielleicht gut an, weil man das Gefühl hat, man bekäme oder gut, was heißt gut ist, man fühlt sich irgendwie überlegen und auch so ein bisschen energiegeladen, aber so richtig gut fühlt es sich nicht an. Also wenn man ehrlich in sich hineinspürt, in so einer Situation, fühlt es sich nicht gut an. Und weißt du warum? Weil unser Inneres spürt und weiß, dass das nicht wirklich unsere Natur ist. Dass tief im Innern wir das gar nicht gut finden und auch gar nicht möchten. Und möchtest du das von dir wissen, dass andere über dich herziehen und sagen, ey, was ist die fett geworden? Oder schau mal, wie die aussieht. Und ja, was hat die denn für einen Partner? Was will die denn mit dem schrägen Vogel? Möchtest du das über dich hören? Und ich habe ja oft gesagt, wenn es eine einzige Regel gäbe in meinem Leben, die ich wirklich befolge, oder was heißt gäbe, gibt, die ich wirklich befolge. Und ich gebe zu, es gelingt mir nicht immer hundertprozentig, aber zumindest habe ich das als großen, großen Kompass oder auf meinem Kompass und auf dem Schirm. Behandle andere Menschen so, wie du selber behandelt werden möchtest. Und ich möchte auch nicht, dass Menschen über mich herziehen. Und diese ganze Feindschaft, die oft entsteht, auch ein Nachbarschaftsstreit. Ey, man müsste mal wirklich statistisch bei Gerichten schauen, wie viele Klagen und wie viele Gerichtsverhandlungen Nachbarn gewidmet sind. Woraus dieser geniale Stefan Raab ja mal diesen Maschendrahtzaun-Song gemacht hat, weil irgendein Baum schmutzige Blätter abwirft auf deinem Grundstück oder weil der Zaun 20 Zentimeter zu weit bei dir drin steht oder weiß der Himmel was oder weil der immer so komisch guckt, keine Ahnung. Ich habe festgestellt, dass meine Grundoffenheit oder auch mein, vielleicht was ich mir antrainiert habe, zu versuchen, in jedem Menschen erst einmal das Positive zu sehen. Und wenn er sich dann als jemand herausstellt, mit dem ich nicht so gut klarkomme, dann versuche ich halt nicht bei ihm zu bleiben oder nicht, dann versuche ich, dass er nicht in meinem Leben bleibt, ob das jetzt ein Mitarbeiter ist oder jemand, ein Job, in dem ich arbeite. Wenn ich da jetzt drin hänge, so ist es mir mal gegangen bei einer Produktion, die lange gedauert hat, ja, dann muss ich mich damit arrangieren. Es gibt nun mal Menschen, mit denen man nicht so eine richtige Chemie hat, aber es hochzuschaukeln macht es nicht besser. Und ich habe mir wirklich antrainiert zu sagen, ich versuche in jedem, der mir begegnet, erst einmal das Positive zu sehen. Selbst in jemandem, wo jemand anders vielleicht sagen würde, was ist denn das für ein greislicher Vogel? So habe ich früher auch gedacht und zwar sehr, sehr schnell. Es war sehr, sehr schnell da. Und jetzt schaue ich mir ganz genau die Person an und versuche hinter die Fassade zu schauen und hinter die Kulisse zu schauen und mehr in sein Herz zu blicken. Und ich habe festgestellt, tatsächlich, es gibt an jedem, also wirklich an dem schlimmsten Menschen, irgendetwas Gutes. Das klingt jetzt revolutionär. Ich habe das so empfunden. Oder ich empfinde das so. Und das finde ich sehr wertvoll, mit dieser Einstellung durch die Welt zu gehen. Und ich fühle mich viel, viel besser damit, als zu lästern. Und wenn es mich manchmal noch erwischt, was durchaus passieren kann. Also neulich hat mich meine Schwester tatsächlich in eine Diskussion über Meghan Markle verwickelt. Da habe ich sie die ganze Zeit verteidigt, was meine Schwester überhaupt nicht verstanden hat. Aber mir ging es ja nur darum zu sagen, bei solchen Leuten zum Beispiel weißt du ja rein gar nichts. Also ich selber arbeite ja in den Medien und ich kenne ganz viele Situationen, wo ich seit schon langer Zeit, also angefangen beim Bayerischen Rundfunk damals, als ich moderiert habe, inklusive mich selber, und Schlagzeilen gefunden habe, zum Beispiel über Thomas Gottschalk, mit dem ich damals eng zusammengearbeitet habe, kein Wort war davon wahr. Und das habe ich ganz, ganz oft erlebt. Und dann bezieht man sich auf diese Informationen als Normalsterblicher und fängt dann an, über Meghan Markle herzuziehen.
weil man irgendwas in der Presse liest und ja, sie ein relativ unglückliches Interview gegeben hat. Und diese Sätze, die sie dort von sich gibt, kann man ja schon ihr zuordnen. Und dennoch weiß man dann wiederum nicht, welche Geschichte dahinter wirklich steckt. Also ich bin da inzwischen sehr, sehr vorsichtig zu sagen, jemand ist ein schlechter Mensch oder überhaupt zu verurteilen. Meine Ausrichtung ist inzwischen mehr in Harmonie mit meinem Umfeld und meinen Mitmenschen zu leben. Und hey, spread the love. Ich weiß, ich werde dafür manchmal als naiv angesehen. Ich halte mich für schlau, wenn ich so lebe. Ja, ist so. Also Liebe zu leben, also Liebe immer wieder, mir kommt das so vor wie so ein Generator, den jeder in sich hat. Und wenn man den anwirft und auch wenn der Strom ringsherum mal ausfällt, dieser Generator, der auch mal als Notgenerator wirken kann, der funktioniert immer. Der funktioniert immer. Darum habe ich ja dieses, wie ich finde, wunderschöne Buch darüber geschrieben, So spricht die Liebe, indem ich die Liebe interviewt habe über all diese Lebensfragen und gemerkt habe, während ich das Buch schrieb, wie wunderbar es ist, einfach in dieser Energie zu bleiben, so viel und so oft es geht. Ich bin nicht Jesus, mir wächst kein Gras an der Backe, ich krieg's auch nicht immer hin. Aber ich krieg's oft hin und das hat mein Leben so viel verbessert. Und darum geht's ja hier in diesem Podcast. Unser Leben, dein Leben, möglichst schöner, besser, glücklicher, freudvoller zu machen. Und ich glaube, weniger zu urteilen, weniger zu bewerten und mehr Liebe in jeden Tag zu packen, kann durchaus genau das erreichen. Ja, das war mein Anliegen, mein Glückskeks für heute. Was immer du tust, vergiss die Freude nicht, vergiss die Sterne nicht, die mir persönlich ja besonders am Herzen liegen. Und vergiss mich nicht und abonniere, folge und like gern. Und ich freue mich wirklich sehr über Kommentare. Schreib mir doch gerne, was du zu diesem Thema hältst oder wie es dir geht mit Bewertung oder ob du darunter leidest, dass andere dich bewerten. Ja, und dann bis ganz bald. Deine Beatrice.